Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 19. Januar 2018? Die Scheinbewegung, die Sonne, ist gerade in Tierkreiszeichen Steinbock im Grenzbereich, weil jetzt übergeht im Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich auch in Palast des Nordens. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens und in diesem Bereich bewegt sich unser Planet Erde, noch im Tierkreiszeichen Krebs, aber übergeht im Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat einen Einfluss von Sadal Sud, das ist ein Glücksstern, also bringt im heutigen Tag Glück, weil Mond beeinflusst unseren Alltag, die Tagesereignisse und nimmt diese Einflüsse von Sternen auf und leitet uns das weiter. Nicht nur Sadal Sud, dieser Glücksstern, wirkt auf unserem heutigen Tag, sondern auch der Neb Algedi und Nashira, bei die Babylonier und auch bei die Araber gilt diesen beiden Sternen als zwei Freunde, wo zwei Menschen zusammengehören, entweder in Freundschaft oder in die Liebe oder etwas, was zu uns gehört, wie die Berufung zum Beispiel. All das ist wichtig im heutigen Tag. Nashira bedeutet übersetzt eine gute Botschaft überbringen. Also wir können heute mit einer guten Nachricht rechnen. Uns trifft das alle, weil die Mondbewegung beeinflusst nicht nur die Tierkreiszeichen, wo sich gerade befindet, sondern die Mond wirkt auf uns alle. Also eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Aber wo ist das eher zum Erwarten? Das sind die Wassermanngeborenen und die Steinbockgeborenen und die Fischengeborenen, weil dazu kommt noch die Merkur-Einfluss. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Steinbockgeborenen haben das Gefühl, sie brauchen Rückzug, sie brauchen die Ruhe. Sie haben bestimmte Geheimnisse oder erfahren etwas Geheimnisvolles oder die halten etwas Geheimen. Das sind die Gespräche, Informationen, Kontakte. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen wirkt noch die Lilith-Energie und das vermittelt die Sehnsüchte, die Wünsche. Sie halten das, vielleicht das ist dieses Geheimnis, noch im Verborgenen, im Geheimen. Kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen das gerne verdrängen. Sie wollen das nicht wahrnehmen, dieses Gefühl, diese Sehnsucht, dieser Wunsch. Aber Saturn erteilt hier eine Lernaufgabe. Nimm das bitte ernst und verwirkliche das. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist gerade etwas in Bewegung. In die nächste Zeit kommt mehr Klarheit, Orientierung und Erfolg, weil die Wassermann geborenen werden gerade wahrgenommen und sie werden auch ernst genommen. Liebe Partnerschaft spielt auch eine große Rolle gerade. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist so ähnlich, die Energie, sie werden jetzt auch wahrgenommen, sie bekommen Anerkennung oder Respekt. Eine gute Nachricht trifft auch die Fischengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist mehr Leichtigkeit. Was wichtig ist gerade, das ist die Finanzen. Eine Gewinnchance ist gut möglich, weil Uranus, Jupiter stehen in Verbindung. Das wäre Chancen, etwas zu gewinnen. Aber die innere Unsicherheit, das kann eine Blockade sein. Das heißt, die innere Unsicherheit oder Angst überwinden, dann kommt es zu einer fließenden Energie. Und dann
wirkt das im Finanzbereich, aber auch bei Werten, Wertschätzung zu bekommen oder Wertschätzung verlangen, Anerkennung zu bekommen. Hier geht's um Werten und hier geht's um Finanzen und hier geht's um Gewinnchancen. Und es haben gerade die Wiedergeborenen. Eine Nachricht kann unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht, da sind noch gewisse Hindernisse da. Wo die Wiedergeborenen Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreis zeichnen Stier geboren, war alles zu viel in die letzte Zeit, also in die letzten Tagen, meine ich, und sie brauchen Ruhe, Erholung, ein gewisser Rückzug und sie genießen diese Bequemlichkeit. Es sind aber kleinere Veränderungen zum Erwarten, entweder eine Einladung oder ein Besuch. Im vertrauten Umgebung bewegt sich etwas und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. In die kommenden Tagen wird das leichter sein, weil dann kommt etwas im Fluss oder wird es sehr emotional und es ist angenehm und schön für die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen einen gewissen Rückzug und Ruhe. Die Nachrichten, das wirkt sehr geheimnisvoll für die Zwillingsgeborenen. Entweder die Zwillingsgeborenen können damit nichts anfangen und verstehen nicht, was die andere sagen möchte, kann auch bedeuten, dass sie spüren, das sind Gespräche, sie kriegen das nicht mit, das sind alles im Geheimen, aber man bekommt das Gefühl, jemand spricht über meinen Rücken. Ich möchte damit nicht behaupten, dass jede einzelne Zwillingsgeborenen das so erleben, aber das ist ziemlich geheimnisvoll und es ist schwierig, das einzuordnen, die Nachrichten, die Informationen, die Gespräche. In die Liebe-Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema, die Liebe und Partnerschaft. Es ist auch wichtig, auf anderen zuzugehen, die Gespräche suchen. Aber was noch wichtig wird in den nächsten Tagen bei den Krebsgeborenen, das ist die Arbeit. Weil jetzt haben die Krebsgeborenen die Chancen, beruflich etwas verbessern, beruflich etwas zu verändern. Die haben jetzt den Mut, die Kraft und auch die Möglichkeiten und auch das Glück. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Dazu kommt noch die Karma. Es spiegelt etwas. Das heißt nicht, dass alles auf sie zukommt, sondern sie sollen die Kontakt suchen, Gefühle zeigen, auf anderen zuzugehen. Das wäre auch eine Art Befreiung. So kommt die Liebe, Partnerschaft im Form und bringt Glück gerade, aber nicht nur warten, sondern aktiv sein, mutig zu sein, über Gefühle zu sprechen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder sie erfahren ein Geheimnis und es hat auch eine Wichtigkeit. Nicht nur diese Gespräche haben eine Wirkung auf den Jungfraugeborenen, sondern Liebe, Partnerschaft wird in die nächste Zeit auch wichtig sein. Sie fühlen sich noch unsicher, aber in die nächste Zeit bringen sie das in Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen kommt mehr Leichtigkeit und haben Glück, gerade in die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche, das wirkt auf den Wagengeborenen entweder unangenehm oder sie warten auf eine Nachricht und das kommt noch nicht, da sind die Einschränkungen da. Was auch noch wichtig ist bei den Wagengeborenen, die Buchhaltung, die Ämter oder eine rechtliche Lage oder Erbschaft, aber auch die Finanzen. Und das ist nicht die monatliche Einkommen, sondern eher Investitionen oder Finanzamt, Steuerberater. Ich nenne das mal die Buchhaltung in Ordnung zu bringen und darum kümmern, dass da alles in Ordnung ist. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist immer noch diese Verbindung und es bleibt noch diese Uranus und Jupiter Verbindung. Beide Planeten bewegen sich relativ langsam im Vergleich zum anderen Planeten wie Merkur oder Venus. Also die Verbindung bleibt noch. Und das hat eine große Bedeutung. Das sind Chancen, Möglichkeiten und plötzliche unerwartete Ereignisse, aber auch Umbrüche und Veränderungen. Es ist alles wunderbar, wenn wir
Dabei sind unserem inneren Zweifel oder das Angst davon überwinden, weil das kann uns blockieren. Ich nenne das mal uns, ich bin damit auch betroffen, weil das ist nicht nur die Skorpiongeborenen wirksam, sondern auch bei Wiedergeborenen. Ich bin in Tierkreiszeichen Wiedergeborenen, also trifft mich auch. Also wieder Skorpion stehen in Verbindung. Das hat eine Wichtigkeit, weil es sind keine kleinen Veränderungen, es sind große Veränderungen und Umbrüche. Die Möglichkeiten, Chancen sind da, aber es fühlt sich unsicher an momentan oder hat man Angst davon. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein Aufstieg. Sie haben gerade die Chancen, beruflich etwas erreichen. Und diese Möglichkeiten werden die Schützengeborenen jetzt bekommen. Aber nicht nur beruflich haben Glück, sondern sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und sie verspüren auch diese Leichtigkeit. Es bewegt sich alles nach vorne. Und das war mein Tageshoroskop, diese Tagesenergie beeinflusst unserem Leben, aber unserem Schicksal liegt in uns selbst. Also wir tragen die Verantwortung über unserem Schicksal. Natürlich haben wir Einflüsse von den Sternen, von anderen Menschen, von den Umständen, von der Umgebung, von Politik, von allem. Aber glücklich zu sein, unserem Leben meistern, Meister zu sein über unserem Schicksal, das liegt auch an uns selbst, selbst im Hand. Also wichtig ist, auf unserem Energiefeld achten, weil das hat eine Bedeutung. Das ist unsere Ausstrahlung. Und all das, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. Also wichtig ist, auf diese Energiefeld achten und das kommt von uns selbst, von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Also positiv denken, angstfrei leben, an uns selbst nicht zweifeln. Da haben wir mal große Schritt gemacht nach vorne. Und natürlich kommt auch die Glauben dazu, Glauben an Gott, an die Schöpfung. Da liegt auch die Kraft, diese göttliche Kraft. Das ist die schöpferische Energie. Aber uns selbst sollen wir auch nicht vergessen, an uns selbst zu glauben. Und es gibt auch Hilfsmittel, was die Energiefelder verbindet, vergleicht, ausgleicht, harmonisiert. Und dazu gehört auch zum Beispiel dieser Anhänger, befindet sich auch in meinem Schopf, das ist Engelruf, heißt dieser Anhänger. Und das in meinem Shop ist bestellbar und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.